Moin Leute. Oh, Stimme ist ein bisschen noch im Sack. Ich bin mal wieder in der Garage. Wir haben jetzt, keine Ahnung, 6. Februar oder so. Kann sein. Und jetzt kümmere ich mich mal um. Ja, ich drehe mal eben. Ach, meine Fresse, Wortfindungsstörung. Sprachenlernen, Bubble. Ich drehe nämlich schon gerade mit der 360-Grad-Kamera. Dann brauche ich gar nicht hier so viel rumeiern. Und zwar werde ich jetzt gleich die. Warte mal, zeige ich euch mal eben. Komme ich hier weiter raus? So. Ja, die LED-Sachen einbauen. Ja, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Platz hier. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht starte ich gleich nochmal die, wie man sehen kann. Ist zumindest voll geladen. Wann war das? Wann habe ich das letzte Video da aufgenommen? Ich glaube vor einer Woche oder anderthalb Wochen. Seitdem ist die gute dran am Ladegerät. Jo, dann mache ich jetzt mal hier ein bisschen Platz. Sieht das sowieso ein bisschen wüselig aus hier, aber darum kümmere ich mich bald. Sehen wir uns gleich beim Schrauben. So, so sieht das auf jeden Fall vorher aus. Ich habe gerade natürlich mal wieder geschafft, die Alarmanlage hier am Laufen zu halten. Machen wir mal eben schnell nochmal, wie das mit der Beleuchtung vorher aussieht. Ja, leck mich doch am Arsch. So, machen wir eben noch schnell die Zusatz-Johnnies an. Ah, eine ist kaputt. Okay, krass. Wie war denn jetzt nochmal hier der Transportmodus? So, müsste jetzt eigentlich. Ich habe schon wieder vergessen, wie der ganze Transportmodus ging. 8 Wochen nicht an der Harley gewesen, alles vergessen. Egal, ich schraube jetzt mal langsam um hier. So, im Normalfall ist das eigentlich alles, was ich brauche hier. Schraubenzieher. Dann setze ich mal hier an und löse den Haufen mal hier. Sollte eigentlich alles sein, was ich brauche. Ah, und schon ist der Ring ab. Das ging ja schnell. Das ging ja fix. So, was sehen wir denn hier? Wir sehen da noch eine Schraube. Wir sehen da noch eine Schraube und hier auch noch eine. Ja, dann mache ich sie mal raus. Pass auf, ihr seht schon, kommen da der ganze Bums überhaupt gar nicht passt. Jetzt noch hier. Ich gehe mal dran. Nah dran. Ach, das ist noch so ein Ring von außen. Ah, ich verstehe schon. Nur so ein Zentrierring oder was, ne? So. Och, mehr ist das nicht. Das ist aber echt wenig. Das ist aber echt wenig. Finde ich gut. Meine, brauche mich ja nicht beschweren. Dann ziehen wir mal den Stecker ab hier. Was haben wir denn hier jetzt noch für ein Problem? Na, ich versuche den mal eben abzuziehen hier. Das ist also der Original, weiß ich nicht. Der ist nämlich von Heller. Aber auf jeden Fall der Scheinwerfer, der jetzt da drin war. Den werde ich dann auch mal irgendwann mal sicher verpacken irgendwo. Man weiß ja nie, wann man den mal wieder braucht. Ja, so sieht das Geraffel jetzt aus. Jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist nämlich für Standlicht. Das ist für die normalen Scheibenwerfer-Dingsbums. Holen wir mal den anderen. So. Dann schauen wir uns das mal hier an. Ach, guck mal.
Ja, mehr als das gibt es auch gar nicht hier. Also die hier sind dann wahrscheinlich tot. Der hier. Aber ist ja nicht schlimm. Mache ich da gleich eine Isolierung drauf. Oder ich suche mal direkt eine Isolierung raus. Ich glaube, diese Halterung hier, die werde ich wohl abmachen müssen. Mal schauen. Ich glaube, damit kann ich nichts anfangen. Machen wir die mal eben ab. So, also diesen komischen Ring hier, der war jetzt hier noch drauf auf der neuen Lampe. Und dann dieses große, warte, das zeige ich euch mal eben. Das musste ich ganz abmachen, weil diese Löcher hier, die sind halt, obwohl, warte mal. Warte mal, vielleicht geht das doch. Hier ist eine Schraube. Ah, es könnte vielleicht doch passen. Warte mal, wenn ich das nämlich jetzt drehe. Ich will die Folie noch nicht abmachen. So, also wie ihr sehen könnt, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitgekriegt habt, aber ich muss den originalen Ring drauf machen. Einfach, weil der mitgelieferte Ring nicht so 100% gepasst hätte. Jetzt mache ich den nochmal eben fix fest. Ja, jetzt passt. Hier die Schraube noch wechseln, weil die, ich dachte mir, komm, dann tust du schon die neuen Schrauben rein, aber die sind wohl minimal dünner. Das heißt, die dreht am Ende ein bisschen durch. Ich hoffe, ich habe mir damit das Gewinde hier nicht zerschossen. Glaube ich aber nicht. Weg mit die Kacke hier. Da eine alte. So. Rein damit. Das sieht gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch den Schirm drauf machen. Jetzt muss ich mal eben gucken hier. Ich meine, der war einfach nur so rein. Oh, das sieht aber schon geil aus, Leute. Das sieht ja richtig geil aus. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht runter hier. Das sieht richtig geil aus. Jetzt schon nur von außen so betrachtet, aber krass. So, jetzt mal die neuen Schrauben hier wegpacken. So, dann machen wir mal direkt einen Test hier. Wo ist mein Key-Dingsbums? Ach du heilige Scheiße. Sehr geil. Oh. Ich glaube, das wird geil. So, dann kümmere ich mich jetzt eigentlich noch um die kleinen Biester hier. Der hier ging ja jetzt ja gerade gar nicht mehr. Und hier sieht man ja auch schon, hier ist dieser komische Lampenschirm. Der ist ja schon gar nicht mehr vorhanden. Schraube ich den jetzt mal als erstes ab. Ich hatte auch gerade noch einen Schraubenzieher in der Hand, wollte schon sagen. So, machen wir mal den Ey, Schnauze. Boah, hat mich erschrocken. Mich im Arsch. Ja, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Ist auch nur mit dieser einen Schraube hier quasi
hier so drum gestülpt und festgehalten. Mehr ist das gar nicht. Das heißt, ich muss jetzt den Johnny hier abziehen und den hier abziehen. Der schwarze müsste das sein. Sieht auch Gott sei Dank noch nicht verbastelt aus. Also bin ich echt froh, wenn ich überlege, was ich da alles an verbastelte Elektronik drin habe. Da habe ich auch gar nicht viel erneuert, aber wenn ich jetzt hier, da habe ich mal richtig Glück. Oh, jetzt müssen wir uns mal anschauen hier, inwiefern wir hier irgendwas machen müssen. Ich glaube nämlich, ja, hier werde ich nämlich noch Kabelschuhe oder wie die heißen drauf machen müssen. Das muss auf jeden Fall nach oben. Gucken, ob das überhaupt reinpasst da. Warte mal, oben wird aber sägen. Das wird nicht passen. Das wird so nicht passen. Das ist die Frage, wie weit. Warte mal. Also wenn ihr jetzt mal so guckt, klar, der alte ist zwar ein bisschen tiefer als der neue. Dafür habe ich hier noch den Stecker. Da bin ich jetzt einmal überlegen, krimp ich das hier ab und mache hier die Verkabelung dran. Da muss ich mal eben überlegen. Ja, so, das ging jetzt ein bisschen schnell. Ich hatte die Kamera nicht am Laufen, aber ich habe ja den noch, wo ich das zeigen kann. Ich habe eigentlich nur diesen Stecker, der da drauf war, abgezogen. Und dann hatte man ja die Pinne innen drin und Gott sei Dank haben die Kabel, nennt man die Schuhe, keine Ahnung, also diese Steckerteile, die man halt genau da reinsteckt, in dem alten Scheinwerfer, hier sieht man ja noch die Enden, habe ich einfach drauf gesteckt und da nichts wackelt, habe ich das jetzt einfach mal so gelassen und ich glaube, da kann sich auch nichts losrappeln, weil einfach da hinten gar kein Platz mehr ist zum Rappeln. Was man jetzt sieht, ja, das Glas guckt hier ein bisschen weiter raus wie bei dem Originalen, stört mich jetzt aber nicht. Hier sollen ja demnächst noch andere Lampenschirme drauf, die von der Deluxe, glaube ich, sind es dann. Dann kümmere ich mich jetzt mal um den Feind hier. Und dann haben wir eigentlich auch schon die heutige Schrauberaktion zu Ende. Ah, nächstes Mal nehme ich mir ein Stativ mit, Leute. Ich habe eins im Auto, habe dafür aber wieder was im Keller vergessen. Ich war jetzt ehrlich gesagt zu faul, das zu holen. Genau, hier sieht das eigentlich genau gleich aus. Ne, diese, na komm raus da jetzt. Dieser kleine Stecker hier, den stecke ich dann quasi rein. Jetzt müssen wir eben bei dem hier schauen, welcher. Genau, der war isoliert. Zeige ich euch sofort. Jetzt kommt hier rein. Hier dieser. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber den Stecker, den ziehe ich jetzt hier ab. Ich glaube, der ist wahrscheinlich für irgendwelche neueren Harley-Modelle. Das Geile ist, dass hier Plus und Minus draufstehen. Das heißt, ich stecke den jetzt hier wieder so drauf. So wie das ging. Den muss ich drehen. Schön drauf. So, das ist schon alles. Jetzt muss ich eben gucken, oben und unten. Das ist jetzt schon alles. Jetzt mache ich hier auch noch den Rahmen wieder drauf. Und dann bin ich schon fertig. Dann ziehen wir gleich nur noch die Folie ab. Dann schieben wir sie mal raus. Machen wir sie mal an. Ich hoffe, sie geht noch an. Habe jetzt echt viel georgelt hier mit Batterie und so. Aber ich bin gespannt, wie es gleich draußen aussieht. Ah, geil, hier habe ich mir schon eine Macke reingehauen wahrscheinlich. Wenn scheiße läuft, läuft scheiße. Entweder war die schon drin, die Macke im Scheinwerfer, oder ich habe sie da reingehauen. Naja, egal. Na, werde ich wohl gewesen sein, aber kriegt man rauspoliert. Dann gucken wir mal jetzt, ob der Gerätebord anspringt. Ich muss mal eben schauen. Oha, das sieht schon deutlich krasser aus.